Ja, und damit moin moin und servus. Wir sind wieder hier in Among Us auf der Nintendo Switch und das an diesem, ja, heiligen Abend. Es ist unfassbar erigst und da gehen natürlich erstmal fischige Weihnachtsgrüße heraus an alle von euch. Ja, frohe Weihnachten an alle, die es feiern. Ja, ich wünsche euch eine angenehme Weihnachtszeit und genießt das Fest in den momentanen Umständen mit dem engsten Kreis eurer Familie, Freunden oder Leuten, die euch nahestehen, und alle, die es nicht feiern, trotzdem euch allen auch eine, ja, schöne Feiertagszeit, habt eine schöne Ferienzeit und ja, genießt auf jeden Fall diese besinnliche Zeit hier im Orbit. Wir gehen heute wieder in eine Public-Runde rein und schauen, ob wir Imposter werden an Weihnachten, meine Freunde, ja. Werde niemals Imposter an Weihnachten. Wir sehen uns in einem Raum. Let's go. Und natürlich ganz klar, lassen Sie gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video gefallen sollte, vielen Dank für die Unterstützung. Abonniert gerne rein für sicherlichst mehr. Ja moin. Und abonniert nicht nur rein, sondern aktivieren Sie auch die Glocke. Wir gehen rein direkt in dieser Runde zu sechst. Ja, das sieht doch gut aus. Schauen wir mal, ob wir Imposter werden. Ne, wir sind natürlich schon wieder Besatzung. Aber wieder mal mit einer sehr hohen Laufgeschwindigkeit. Ich sehe auch gerade, ich bin komplett unpassend gekleidet für diese Runde hier. Ja, das ist ja kein Weihnachtsskin, den ich hier habe. Das ist ja allerhöchstens Pikmin 3. Das ist ja schon eine Frechheit. Ansonsten, oh Gott! Habt ihr den gerade gesehen? Der ist durch die Wände ge... Ja, moinsen. Ja, ich glaube, hier sind diverse Server-Kicks, die gerade passieren. Ich habe mich auch gerade gewundert, warum es hier gerade kein Licht gegeben hatte. Ja, ich glaube, das ist in diesem Abteil gerade nämlich ausgefallen. Aus irgendeiner Art und Weise. Mois! Ach so, wir waren die Einzigen, die in diesem Raum noch drin waren. Und er hat alle Einzelnen abgeschlachtet. Ja, moin. Ja gut, ne? Der Bruder. Miese Sau. Ja, ich würde sagen, wir passen unsere festtagige Atmosphäre mal an. Packen einfach den Schneemann auf den Kopf. Für Flex. Weil ich habe sonst kein großartiges Weihnachtsdesign hier vorfinden können. Nein. Gut. Ob der Raum jemals voll wird oder ob wir in einem anderen Raum sein werden und vielleicht doch mal eine Poster an Weihnachten werden. Mal gucken, ob es der Geist der diesjährigen Je-Nacht gönnt. Und damit geht die nächste Runde los. Wir sind der Imposter an Weihnachten, meine Freunde. Wer hätte das kommen sehen? Und das hier mit diesem weihnachtlichen Flex. Ja klar. So, wir haben natürlich hier auch ein paar Fake-Aufgaben, die wir natürlich dann als Imposter machen. Wie zum Beispiel hier. Arbeiten und so. Dies, das, ne? So, und hier machen wir natürlich ein bisschen was. Na klar. Ich tue so, als würde ich was machen. Ne? Man kann ja auch sabotieren. Obwohl wir das gerade verkackt haben. Man kennt den Aal. Stelle ich mich mal kurz hier hin. Und mache hier etwas. Man muss ja immer so tun. Das war mir gerade eben aber auch echt zu viel Verkehr da. Da sind ja alle nacheinander in Dreieck gekommen. Zu mir. Ja, und deswegen moin. Das wäre gerade vielleicht eine Gelegenheit gewesen, aber ich würde sagen, wir gehen mal hier zum Navigationsbereich. Und hauen mal hier eine Saboteur. Ja, wobei, können wir hier auch nicht machen irgendwie. Ich könnte das Energiedepot sabotieren, aber... Oder hier, das Elektrix... Ja, wie sieht das denn jetzt hier aus? Kommen da jetzt noch welche, oder was? Hallo? Ich laufe nochmal hier den Bereich. Also hier sind ja immer so die meisten, die was machen. Hm, der Bruder. Ah, Mois! Da haben wir ihn geschlachtet! Ja, moin! Schau auch hier gucken bei Security. Der Bruder? Ja, ich habe ihn gerade gesehen. Die sind da im Eingangsbereich. Man kennt. Wir können wieder jemanden killen.
Ja, wir machen jetzt gerade so Alibi-mäßig, ne, dass wir da an ihm vorbeigelaufen sind. So, aber hier, Navigation-Dingens, ne, das ist dann unser Alibi. Sehr wohl. Mois! Ja, das, es ist... Es sind die abgeschlachteten Weihnachtsfeste, die wir hier feiern. Ja, ich wollte gerade auch tödliche, blutige Weihnachten sagen oder so. Es wäre doch der Titel, oder? Ja, meine Freunde, wir sind komplett ausgerastet und haben gewonnen. Ehrenlos in meiner ersten Runde als Imposter seit einer Woche oder so. Ich bin sehr lange kein Imposter mehr gewesen. Nächste Runde, auf geht das. So, und wir sind in einer vollen 10er-Runde drin. Als Verräter, let's go, Alter. Es werden die blutigen Weihnachten. Ja, klar. Man kennt den Aal oder auch nicht. Wir sind neu gestartet, oder? Hä, lol, was ist hier los? Ach so, okay, das ist eine komplett andere Map und sie ist auch winterlich gemacht. Ehre geht heraus. Ja gut, da werden wir hier natürlich ein bisschen, genau, klar. Uns hier hinstellen. Hm. Sollte natürlich aufpassen, ne? Hm. Ja, gucken sie, versuchen sie alle rauszugucken, man kennt. Na klar. Ja gut, dann müssen wir jetzt wieder abwarten. Das ist ein voller 10er-Raum. Ja, soweit jetzt hier keiner rausgegangen ist oder so. Hier, wir können das Lager sabotieren. Let's go. Machen wir mal. Na, ja, verstecken will ich mich nicht. Wir sabotieren. Habe ich das jetzt gemacht? Hä, ich komme hier nicht mehr raus. Oh, 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 oh. Ich glaube, der hat uns gesehen, oder? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das war ja komplett krank. Oh. Hm. Der Bruder. Hier wurde ein Schneemann gebaut. Das Weihnachtsupdate, meine Freunde. Es hat gekickt. Ist das vielleicht der Content, der reingeupdatet wurde? Man weiß es nicht so genau, ne? Oh. Hallo. Je. Ja, meine Freunde, dann stellen wir uns mal hier hin erstmal. Hm. Coco hat das Spiel verlassen. Wahrscheinlich habe ich den gerade gekillt. F an den Bruder. Geht heraus. Und hier müssten wir diesmal keine 30 Sekunden warten, um wieder jemanden zu killen. Also ich würde sagen, der heilige Weihnachtself hat auf jeden Fall gegönnt. Wir sind zweimal nacheinander Imposter geworden. Oh, da wurde einer gefunden. Oder jemand hat halt eben die Leiche gefunden. Coco müsste das... Nee, Coco war das nicht. Oder es war The Quiet. Dark Blue Safe. Ja, was machen wir jetzt, ne? Am besten gar nichts schreiben. Any Zoos are around? Das bin übrigens ich. Ich habe jemanden gesehen, der von der Area weggerannt ist, aber ich habe den Namen vergessen. Puh. Puh. Ja. I think skip. Yes, skip. Wir skippen mal mit, Brüder. Mr. Cheese ist natürlich auch am Start. Na klar. Es werden käsige Weihnachten, meine Freunde. Ja, logisch. Niemand hat für mich gestimmt. Das ist ja echt krass. Lol. Trotzdem wurde, glaube ich, geskippt, ne? Genau. Das heißt, wir haben uns hier als Gelber ganz gut gehalten. Okay, dieser Ainu-Ei, den würde ich am besten nicht killen wollen. Ne, Schwein! Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Oh Gott, lass mich hier raus. Lass mich hier raus, lass mich hier raus, lass mich hier raus! Ah, falscher Raum, ich muss hier weg, ganz dringend! Ich muss ganz dringend los hier. Huch! Oh Gott, Alter, das war gerade verdammt süß von mir. Was habe ich da getan? Ja, moin, Alter, warte mal kurz. Warum sind hier gelbe Symbole? Sind das die Gebiete, wo ich schon mal drin gewesen bin oder so? Man weiß es nicht so genau. Ansonsten, was können wir denn sabotieren? Ja, weiß ich nicht. Der Körper, der Leblose von Mr. Käse, er wurde entdeckt. Das waren blutige, käsige Weihnachten. Na klar. Wer? Ist das ein Deutscher oder was? Oder hat's, oder macht er so, also diese, ne, ist das so ein Synonym für where, so ein
dreibuchstäbiges Wort. Man weiß es nicht so. I was in security. Oh, ist die Frage, wo wir waren? Das Ding ist, ich habe noch nicht ein einziges Mal was geschrieben, weil ich mich halt auch frage, was soll ich schreiben, oder? Keine Ahnung, Alter, zwei Stimmen für Blau. Blau ist komplett Lust. Trotzdem wurde geskippt, oder? Aber das ist halt jetzt gerade das Problem. Aber I knew I war ja eben so der, der von allen so getebeutelt wurde. Und jetzt ist es der Blaue. Weiter geht das. Wir müssen weitermachen mit unserem Plan, ein heiliger Impostor zu werden. An Jenachten. Ja, wirklich immer so tun, als hätte man irgendwas zu machen. Und auch hier die Gebiete merken. Wo bin ich denn gerade überhaupt? Ich bin nahe des Labors. Okay. Warten wir, bis einer kommt. Schlachten wir den hier ab, würde ich sagen. Ja, der Plan ist bittersüß. Und er schmeckt. Hallo, Bruder? Will jemand kommen? Ich glaube nicht. Dabei gibt es doch hier eigentlich Aufgaben zu machen. Ich könnte das Lager auch wieder sabotieren, aber dann ist das Problem, da komme ich da nicht mehr raus. Na, und ich hatte gerade das Gefühl, ne, die Tür ist halt zu, weil ich das sabotiert habe. So nach dem Motto, das sieht man doch, dass ich das dann war. Oh, ich glaube, hier ist so der Security-Check. So, ja, ich war beim Security-Check, ich bin kein Imposter. Das kann man natürlich so auslegen. Die Dusche ist gerade perfekt. Die Dusche ist gerade der perfekte Weg. Oh oh. Oh oh. Und raus. Und raus, Brüder. Die Lila hätte ich noch nehmen. Ah, den mache ich jetzt noch. Hm, kommen Sie heran, Bruder. Kommen Sie einfach nur heran. Ja, es sind blutige Weihnachten, meine Freunde. Hm, ich raste komplett aus. Hm. Ich konnte jetzt gleich wieder den nächsten killen. Wie viele sind das eigentlich noch? Ich glaube, ich komme durch. Ja, ich raste komplett. Da liegen einfach jetzt zwei Leichen rum und niemandem fällt es auf. Ich glaube, hier ist echt nur noch ein einziger. Ja, das sind die kompletten Kicks. Ja. Das ist die Frage, wo ist der jetzt, ne? Den müsste man jetzt noch finden. Aber man müsste jetzt auch generell herausfinden, wer lebt jetzt generell hier noch, ne? Man weiß es nicht. Wie heißt die Map hier eigentlich? Aber ja, ich finde das sehr cool, dass sie hier so ein bisschen den Weihnachtsflair rüberbringt mit dem Schnee und so. Im Außenbereich ist schon sehr gut gemacht. Aber das ist jetzt gerade wirklich die... das Heuhaufen im Nagel finden. Oh. Okay. Da war ich zu langsam, ehrlich gesagt. Wer? Ja, ist die Frage. Ich habe halt niemanden gesehen. Aber ist das dann verdächtig, wenn ich niemanden gesehen habe? Oh, warte, hier unten rechts wäre er gewesen. Dieser Jizzy, oder wie der heißt. I was at... Ich schreibe jetzt mal was, ne? Security check. Aber es könnte halt dann... Aber ich muss ja was schreiben. Die gehen alle auf die falschen Farben, Mann. Die Schweine. Und ich gehe auf I knew I, weil gerade so für den gestimmt wird und so. Ach, das wird wild. Die gehen alle auf die falschen Farben, Mann. Ich glaube, gelb ist so gerade so diese heilige Farbe und die macht gar nichts bei den Leuten mäßig. Ich denke, braun. Oh, das ist so Ehre, ne? Ich nehme die alle hops nächste Runde. Nächste Runde sind die alle dran. Weil einer wird jetzt rausfliegen und dann schnappe ich mir einen. Ich laufe dann einem hinterher und den anderen hole ich mir dann, wenn die Zeit rum ist. Das ist der Plan jetzt. Ich war bei den Kameras. Oh, er hat das wohl gesehen, aber man sieht sogar, wer für wen. Ach, je. Das Ding ist, weil keiner auf mich gegangen ist. Oh, okay, okay. Boah, ich wollte ihn gerade schon direkt killen. Aber das wäre komplett die dumme Idee gewesen. Ja, das ist jetzt das Ding. Wie machen wir das, ne? Einer war ja bei den Überwachungskameras. Als ob jetzt direkt wieder diskutiert wird.
Ich werde verlieren. So. Nein! Hä? Bruder, wie, also, hä, was, habe ich mich verdächtig verhalten? It has to be yellow. Ach je. No, da muss ich so argumentieren wie diese Achtjährige letztens. Ach, Mois. Ah, er hat auf mich gestimmt, Alter. Er hat auf mich gestimmt. Ich gehe auf immer, ich gehe auf ihn. Aber ich glaube, ich... Okay, sie haben mich. Sie haben mich erwischt. Die Schweine. Ach je, ein Daumen nach oben da lassen. Ach je. Ja, lassen Sie gerne jetzt einen Daumen nach oben da für diese ehrige Folge. Sie haben mich am Ende des Tages nochmal erwischt. Und ja, das war die Weihnachtsfolge am Morgen, erst am heiligen Abend. Ich wünsche euch wirklich, wenn ihr Weihnachten feiert, eine ja, sehr behutsame und heilige festliche Zeit. Ja, Real Talk. Habt eine schöne Zeit, Jungs, Mädels. Und ja, genießt das Fest so sehr, wie ihr das dieses Jahr könnt. Und alle, die es nicht feiern, wie gesagt, euch auch eine schöne Zeit auf jeden Fall. Genießt die Tage der Ruhe und Entspannung. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Hauen Sie rein und bye. Tschüss.